Ich bin bereit! Und damit geht's los. Wir sind wieder bei Pokémon Blau. Du bist kein Rocket, oder? Das ist ja sehr schwer zu erkennen, ob du jetzt ein Rocket bist oder nicht. Kommst du uns alle zu helfen und zu retten? Nee, nur... Ich frag grad so einen 10-jährigen Jungen, aber das ist mir sowas von egal. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon hier, das ich liebevoll aufgezogen habe und diese Beziehung gar nicht mehr zu brechen ist, aber als Dankeschön gebe ich es dir trotzdem. Ich bin nur hier gekommen, um Blau in den Arsch zu treten. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, ein Lapras. Yeah! Lapras! Wie könnte man einen Lapras nennen? Vielleicht nach einem Sushi-Gericht oder sowas. Surfbrett. Surfbrett. Das passt. Surfbrett wurde mittels PC in Pokémon Box 2 transferiert. Ich wusste gar nicht, dass auch Items in Pokémon PC können. Ohne Scheiß, warum kann man Pokémons transferieren, aber Items nicht? Ohne Witz. Aber wenn man das hier... es heißt Lapras und es ist sehr intelligent. Nein, es heißt Surfbrett. Mann. Okay, dann heißt es jetzt Surfbrett. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber... Naja, und es könnte hier und da verstrahlt sein oder sowas. Aber bei dir ist es bestimmt besser aufgehoben. Meine Box! Nicht mehr mit dem ganzen Plutonium und sowas. Du wirst Surfbrett sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer, deswegen heißt es auch Surfbrett und es kann dich übers Wasser tragen. Unglaublich, ne? Aber auch nur, wenn es es selber beigebracht hat. Also es ist eigentlich nichts Besonderes im Vergleich zu anderen Wasser-Pokémon. Eigentlich ja schon. Und Team Rockets Boss, also dieser Bruce Giovanni, ging in den Sitzungssaal. Ob unser Präsident wohl auf ist? Wie wäre es, wenn du nach deinem Präsident schaust, Flachzange? Meine Güte. Da. Aber ja, Mystery Dungeon ging das ja. Da wurden ja die Items auf den PC übertragen. Boah. Also, nicht wenn man sie findet, aber wenn man sie geschenkt bekommt, nur... Genau das. Hier geht das irgendwie nicht. Warum auch immer. Und ein böse guckendes Tragosso greift dich an. Die Morgen sind sowieso solche Schweine. Erst töten sie die Mutter vom Tragosso und Knogger und dann haben sie ja noch ein paar versklavt. Tja, richtige Bösewichte halt. Das sind aber sowieso so sinnlos. Ich meine, wie viele Böse... tun etwas Böses und sagen, jawohl, ich bin böse und ich liebe es, böse zu sein. Ich meine, es macht einfach keinen Sinn. Ich meine, wer sagt schon von sich selbst, dass er böse ist? Ich tue das, wenn ich banne. Na gut. Boah, ist sogar ein Knogger direkt, ey. Und die anderen Teams danach haben ja alle ein Ziel verfolgt. Und die sagen einfach nur, und dann haben wir doch alle ein legendäres gegangen. Die sagen nur, boah, böse sein ist geil und... Sie verlieren auch etwas an Bedeutung, weil sie die Einzigen sind, die kein legendäres jagen, aber... Bitte verschone mich! Ach, wat, einmal leg deinen Kopf mal hin, so... So. Du willst also zum Boss? Okay, ich öffne dir die Tür. Danke. Lässt du mich jetzt am Leben? Nö. Bam! Bingo. Das machen wir nicht mit dem Türöffner, wir legen da so Dynamit und dann machst du... Bam! So trifft man sich wieder, mein Jüngchen. Ich habe neuen Lipgloss drauf und für gerade äußerst wichtige Modelgeschäfte mit dem Präsidenten. mit dem Präsidenten. Also, ich würde dich ja empfehlen, ein bisschen hier mal aus den Geschäften zu räumen. Du bist noch nicht sexy genug und alt genug für sowas. Oder du willst eine Werte voller Beine kennenlernen. So richtig in den Popo rein. Ist das bitter. Eigentlich sollte er ein italienischer Mafiosi sein und er wurde zu Bustanello umgewandelt. Bruce Giovanni will kämpfen. Wart kurz, nochmal Telefon. Kennt ihr das auch, dass bei euch ständig das Telefon läutet, also bei mir? Es ist schlimm.
Ding, 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 ding. Banana, V-Bohnen. Und genau. Und dabei ist es nie für mich. Eigentlich. Aber trotzdem. Ja, kriege ich auch mittlerweile zweimal die Woche irgendwie so ein, irgend so ein Anruf und dann so. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Bin ich nicht bei hier beliebigen Namen eingeben? Nein, sind sie nicht. Oh, okay. Das erinnert mich an, was möchten Sie? Apfel. Sie haben 3 Bananen gewählt. Genau das. Okay, ja, ich wische mit ihm gerade den Boden auf, sehe ich. Immer noch kein Treffer. Kangama ist schon tot, was ein Stärkstes eigentlich ist. Und ja, so läuft das. Ja, ja, kann kommen halt, wenn so ein 10-Jähriger mal so einen erwachsenen Gangsterboss einfach platt macht. Oh ja, Superkids. Superkids, die Superkinder. Und oh. Nido Queen. Jetzt wird's interessant. Komm her, Master Chief. Jetzt kommt der Master Chief und haut erstmal mit seinen Superkräften alles kaputt. Irgendwie erkenne ich Nido Queens Finger nicht. Naja. Die Finger sind wirklich weg. Tot. Ja. Bruce Giovanni wurde besiegt. Ah, ich hab schon wieder verloren. Ich spüre große sexy Kraft in dir. Ja, das ist schon scheiße gelaufen, du. Ich glaube, ich werde mal meinen Bruce-Akzent umkippen lassen, wenn ich wieder hier an der Macht komme. Also, du hast jetzt mit einem einzelnen Kampf alle Pläne durchkreuzt, durch wundersame Weise. Und obwohl Team Rocket in dutzendfacher Weise die überlegen ist, werden wir jetzt abhauen. Gelb, du sollst aber nie vergessen, dein Hut, der muss lebendig sein, Baby. Da darfst du niemals vergessen. Und wir auf Team Rocket werden die Welt in der Modelwelt erobern. Ich werde jetzt gehen und mir mal einen gescheiten Akzent besorgen. Bis dann. Oh Mann. Und es sind alle weg. Alle Schornsteinfeger sind weg. Yippie. Und es ist kein Lag passiert. Keine mysteriöse Matrix, die auftaucht und alles vernichtet. Es läuft alles wunderbar. Und der Caleb hat nichts anderes zu tun, als jetzt mal gerade hier an den Computer zu hacken. Ja, natürlich. Also den Türöffner kann ich ja ablegen. Brauche ich nicht mehr. Ja gut, lege ich die TMs ab, weil ich muss ja noch einige Items holen, die da unten so rumliegen. Die TMs oh mein Gott. Ich soll wahrscheinlich verkaufen, aber ja. Ja, legt man den auch mal ab. Moment. So. Weißt du noch, wo die Items überall rumlagen? Oh Gott, irgendwo in den oberen Etagen, meine ich. Ja, das schon. Der Präsident sitzt jetzt da. Hey, mein Retter, wo willst du eigentlich hin? Item! Okay, wir müssen irgendwie durch die Wand kommen. Schweißgerät, los! Simsalab Psychokinese, bitte. Das ist sowieso so, und im 10. Stock hätte ich einfach die Wand durchschmettern können mit Psychokinesen, aber nein, er tut es natürlich nicht. So ein Scheiß. Naja, wäre ja auch viel zu einfach. So, ja gut, natürlich könnte ich dadurch die, das Gebäude nachhaltig beschädigen und, ja, das wäre vielleicht nicht ganz so gut, aber mei, ich glaube, es geht hier um ein bisschen mehr als, um ein Stadtbild. Wobei das hier eh alles künstlich erbaut ausschaut mit den riesigen Häusern. Aber wenigstens, es ist die einzige Pokémon-Stadt neben Hyoen City, wo tatsächlich jeder Bewohner Platz findet. Das stimmt. Von der Alle anderen, in allen anderen Orten müssen die Leute halt im Freien pennen. Ja. Azalea City ist eh das geilste in Johto. Da gibt's zwei Häuser, einer davon gehört dem Typ, der Holzkohle herstellt, das andere Kurt. Und die Leute auf der Straße sind dementsprechend einfach gearscht. Oh Gott, die Ärmsten. Wobei hier halt der Nachteil ist, dass die meisten Orte nicht begehbar sind. Im Sinne von, ja, da sind Häuser, aber keine Tür, wo man rein kann.
Das ist im Großen und Ganzen okay, wenn man die Häuseranzahl künstlich steigern möchte, macht das durchaus Sinn. Es macht ja auch Sinn, dass man nicht einfach über jedes Haus rein kann. Aber jetzt davon, der City ist ein bisschen derbe, weil da kann man in so wenig Häuser rein in der riesigen Stadt. Das ist fast die kleinste Stadt ist. Also, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ja, ja, was haben sich manchmal die Entwickler so gedacht? Man muss sich in die Köpfe irgendwie hineinversetzen. Das wüsste ich wirklich gerne, was der Typ gerade gedacht hat, das Russland-Zeug, da muss ich kaputt gelacht haben. Übrigens, ich habe nachgeschaut, habe ich Benny vorhin schon erzählt, im Englischen sagt er, Tisky, that's in Russian No Man's Land. Also, richtig gegeben. Ach ja. Ja, wir grüßen an dieser Stelle die Russen. FPS Russia. Oh Gott, wenn er davon erfährt, ich glaube, der wird uns umbringen. Der wird jetzt als Testobjekt seiner neuen Waffe verwenden. Oh ja. Now we shoot German assholes. Also, wir haben Calcium, wir haben Carbon. Carbon, haben wir irgendeinen Schlitten, den wir mit Carbon mal hier ordentlich tunen wollen? Ein Schlitten? Warum ein Schlitten? Fettes Auto? Tut man auch immer mit Carbon hier. Obwohl, das Komische ist ja, im Anime hatte nur Gary ein Auto. Soweit ich weiß, mich erinnern kann. Er ist ja so ziemlich der Einzige, an dem ich mich erinnere, der überhaupt ein Auto hatte. Beziehungsweise als Auto, ein Auto überhaupt in dieser Welt rumgedüst ist. Und Autos kamen auch nur in White and Black vor. Also, die scheinen hier irgendein Problem mit Technologie zu haben. Ja, das stimmt.